Phoenix nachgefragt jetzt mit Ann-Kathrin Müller. Sie beobachtet das Hauptstadtgeschehen für den Spiegel. Einen schönen guten Tag nach Berlin ins Homeoffice. Guten Tag. Woche 1 der neuen Normalität, die noch alles andere als normal ist, hieß es eben im Stück. Wie haben Sie die Woche in Berlin wahrgenommen, die politische? Ist das wieder eine Rückkehr zur Normalität oder ist das alles andere als normal? Es wirkt zumindest etwas normaler als die letzten Wochen, weil man tatsächlich die unterschiedlichen Positionen doch etwas stärker wahrnimmt. Was natürlich schon auch ein Problem ist, wenn man jetzt noch die Sorge hat, dass die Zahlen wieder ansteigen könnten und man eben eigentlich sozusagen an die Politik appellieren will. Ist ja ein bisschen der gordische Knoten, den es zu lösen gilt. Ja, an die Bürger auch. Ist ein bisschen der gordische Knoten, den es zu lösen gilt. Einerseits Vorsicht und am besten zu Hause bleiben und gar nichts tun. Andererseits muss die Wirtschaft natürlich wieder in Gang kommen und das öffentliche Leben, der Mensch muss wieder raus können. Wie löst die Politik das? Ist das zu mutlos, wie manche sagen, oder ist das der richtige Weg? Wie ist Ihre Einschätzung? Das Interessante ist jetzt wahrscheinlich, dass in der Politik oder in der öffentlichen Debatte wieder alle Positionen ankommen, die vermutlich auch bei den Bürgern sind. Also dass es eben die Opposition gibt, auch zweigeteilt tatsächlich wieder. Die einen sind für mehr Lockerung, die anderen wollen stärkere, ja, Lockdown ist es ja nicht mal, aber weiterhin strenge Regeln. Und jetzt trägt sich das alles wieder über. Und das ist ja ganz interessant, weil in den letzten Wochen gab es tatsächlich einen sehr starken Zusammenhalt. Und Christian Lindner von der FDP hat das gestern ja auch laut angekündigt, dass das jetzt vorbei sei, diese Zeit. Wundert mich ein bisschen eigentlich, weil eigentlich müsste man sich auf die Schultern klopfen. Mit Videokonferenzen werden gigantische Summen aufs Tablett gerufen. Auch akute Hilfsmaßnahmen in historischer und auch weltweiter Größendimension eingetütet. Innerhalb kürzester Zeit auch ausgezahlt. Trotzdem merken Sie wieder, dass die Gräben aufgehen in Berlin? Ja, absolut. Und das ist vielleicht auch gar nicht schlecht. Also es ist sinnvoll, dass es eine laute Debatte und auch eine kontroverse Debatte darüber gibt, was jetzt der richtige Weg ist. Es gibt eben nicht nur die eine Position, die man haben kann. Ich fände es trotzdem sinnvoll, wenn weiterhin auf Virologen gehört würde und jetzt nicht sozusagen die Lobbyistenstimmen immer wieder mehr Gewicht bekommen. Aber dass man sich nicht gegenseitig auf die Schultern klopft, kann man vielleicht auch aus der Perspektive der Opposition und sogar aus der Fraktion von CDU und CSU und SPD hören, dass man eben nicht will, dass nur noch die Exekutive regiert. Also tatsächlich hat ja auch Herr Brinkhaus gestern von der CDU so laut kritisiert, dass er wieder mehr angehört werden will als Fraktionschef. Wie nehmen Sie das? Aus Brüssel war das Zeichen, jetzt über 500 Milliarden Euro Soforthilfen, nenne ich es mal, und dann ein großer Haushalt für die nächsten Jahre in Billionenvolumen, auch mit Hilfen für den Wiederaufbau? Also gestern die Entscheidung war nicht wirklich überraschend. Das ist eigentlich das, was die Finanzminister vorbereitet hatten. Insofern war das jetzt kein Aha-Moment gestern Abend. Tatsächlich ist das ein großes Paket, aber der Hauptstreit ist verschoben worden. Und jetzt muss von der Leyen zeigen, was sie da vorlegen kann und ob sie dann eben eine Mehrheit dafür bekommt. Im Endeffekt ist der Streit eigentlich nur verschoben. Ganz herzlichen Dank für diese Einschätzung und kurz und bündig. Ann-Kathrin Müller von der Spiegel, ja. Sie beobachtet das Hauptstadtgeschehen in Berlin. Danke. Gerne. Tschüss.